Gott, was ist das? Hardy, komm mal bitte. Du weißt ehrlich nicht, was das ist? Ein ganz normaler Kreis. Aber nur leider weiß ich nicht über den Flächenart und Umfang von einem Kreis berechnen. Zum Glück bin ich aber da und werde euch heute erklären, wie man den Flächenart und Umfang von einem Kreis berechnet. Zuerst müssen wir den Radius und den Durchmesser herausfinden. Und das Flächeninhalt und Umfang kommt vom Kreis, müssen wir erstmal den Durchmesser herausfinden und den Radius herausfinden. Und ich erkläre jetzt in simplen Schritten, wie es geht. Also wir haben hier einen Beispielkreis und daran können wir sehen, was der Radius ist und was der Durchmesser. Der Radius ist immer der Punkt, der von der Mitte des Kreises bis an den Rande des Kreises geht. Und ja, bei dem Beispiel, wo wir es hier gerade haben, wären das exakt 4 cm. Dann schreiben wir hier fett 4 cm. Der Durchmesser ist eigentlich nichts anderes als der Radius. Und zwar wird es einfach nur verdoppelt, da wir hier den halben Weg haben, aber wir jetzt den ganzen Weg vom Kreis berechnen müssen. Also wäre es dann hier 4 mal 2, könnte man sich dann so ausschreiben, 4 mal 2, das wären dann 8 cm. Aber bevor wir zum Flächeninhalt kommen, fehlt noch eine ganz letzte Sache, und zwar dieses Zeichen. Wenn man das Thema Kreis noch nicht behandelt hat, dann kommt das Zeichen einem sehr komisch rüber. Aber es ist nichts weiteres als Pi und die Zahl ist immer 3,14. Und diese Zahl benötigen wir auch, um den Flächeninhalt und den Umfang zu berechnen. Und jetzt kommen wir endlich zum Flächeninhalt. Wenn wir den Radius, den Durchmesser und Pi herausgefunden haben, könnten wir eigentlich jetzt mit dem Flächeninhalt starten. Aber uns fehlt immer noch die Formel, und die Formel wäre Pi mal R hoch 2, und das ist die Formel, womit wir dann den Flächeninhalt berechnen können. Den Flächeninhalt anhand eines Beispiels erklären. Wir haben ja schon die Formel gegeben und die wird uns jetzt praktisch weiterhelfen. Wir werden anhand dieses Kreises das Beispiel nehmen. Uns ist ja schon den Radius gegeben und der ist bei 4 cm. Aber uns fehlt ja immer noch Pi, aber wie wir schon zusammen herausgefunden haben, ist Pi immer 3,14. Zahlen einsetzen, erhalten wir die Rechnung 3,14 mal 4 hoch 2 cm. Wenn wir dann 4 hoch 2 cm ausrechnen, sind wir bei 16, weil 4 mal 4 ergibt gleich 16. Die Aufgabe im Taschenrechner eingeben, erhalten wir die Lösung 50,24 cm im Quadrat. Und somit hätten wir dann den Flächeninhalt berechnet. Aber jetzt müssen wir halt noch den Umfang berechnen. Also für den Umfang benötigen wir nicht viel anderes, und zwar brauchen wir auch den Radius und ebenso benötigen wir die Formel des Umfangs. Und die beträgt 2 mal Pi mal R. Als unsere angegebenen Zahlen in die Formel eingegeben haben, erhalten wir diese Rechnung. Und zwar 2 mal Pi, also Pi beträgt ja immer 3,14 mal 4. Und die 4 kommt vom Radius. Und dann müssen wir das halt nur noch in den Taschenrechner eingeben. Und dann erhalten wir das Ergebnis 25,1 cm. Und somit haben wir den Umfang des Kreises berechnet. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt das Thema verstanden. Und ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Danke, Hadi, dass du uns die Aufgabe erklärt hast. Wir haben es auf jeden Fall verstanden. Auf jeden Fall. Und hallo Frau Fati, ich würde dem Hadi auf jeden Fall eine 1 geben. Ja.